Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. In diesem heutigen Video sitzen wir in einem Ford F-150 Shelby Offroad Truck. Der Shelby Offroad Truck ist einer von zwei bzw. drei F-150 Trucks, die etwas modifiziert wurden. Das heißt, die Basis dieses Trucks ist ein normaler Ford F-150 Lariat mit dem normalen 5 Liter V8 Motor. Jetzt haben wir das Modell hier, der ist ganz minimal aufgepumpt worden durch den Kompressorumbau. Durch den Kompressorumbau haben wir in diesem Shelby Truck 355 PS Leistungssteigerung. Das heißt, wir haben von den Serien 400 PS im 5 Liter V8 ganze 755 PS. Das heißt, Shelby hat hier ordentlich draufgepackt in dem Auto und das ist echt einiges. Warum ist das denn einer von dreien? Wie ich gerade gesagt habe, gibt es die Basis, den F-150 Lariat. Als Supercrew muss man dazu sagen, mit dem 5,5 Feedbed. Das ist die einzige Variante, wie es diesen Shelby Truck im Moment gibt. Den Shelby Truck muss man aber differenzieren. Es gibt einmal den Shelby Offroad Truck. Das ist der, in dem wir jetzt hier sitzen. Das heißt, ihr müsst euch quasi die normale Basis des F-150 vorstellen und der Offroad-Truck ist höher gelegt. Das ist also die Offroad-Variante, wie der Name schon sagt. Bei der Offroad-Variante haben wir ein Fox-Fahrwerk, wir haben vom BF Goodrich ordentlich große Offroad-Reifen dabei und halt einfach ist es höher gelegt. Ist auch nicht so schnell wie das Pendant dazu. Und zwar vom F-150 Lariat die tiefer gelegte Variante, das ist der F-150 Shelby Super Snake, hat auch 755 PS, ist aber für die Straße ausgebaut. Das heißt, andere Reifen, dass man mit dem Ding richtig auf der Autobahn Gas geben kann, halt tiefer gelegt, strammer eingestellt und ist im Gegensatz zum Offroad Truck hier nicht abgeriegelt, weil der Offroad Truck ist halt nicht zum Rasen gebaut, sondern für die Offroad Variante. Das sind die beiden, die als Basis den 5 Liter V8 Motor haben mit dem mit der Leistungssteigerung um 355 PS von Shelby. Dann gibt es noch den dritten im Bunde, das ist den Shelby Baja Raptor im Endeffekt. Das ist der 3,5 Liter EcoBoost Motor V6, der umgebaut wurde, von dem es ganz coole Werbevideos gibt, wie das Auto über die Sanddünen springt, und der ist dafür gebaut worden, dass man mit ihm durch die Sanddünen fährt. Hat aber den kleineren Motor und wir haben jetzt dieses Auto hier bei uns, weil wir für einen Kunden diesen Shelby Truck besorgt haben, der, das ist das Witzige daran, auch noch umgebaut wird. Das heißt, ich zeige euch gleich das ganze Auto, wie er als Tuning-Vollversion von Shelby so gekommen ist. Ist ein Neuwagen. Ich zeige euch alles von innen und außen gleich. Und wir werden dieses Auto in den nächsten Wochen, Monaten komplett umbauen. Von innen und außen. Deswegen wird das eine ganz spannende Geschichte hier. Das heißt, es gibt jetzt das Vorher-Video und einige Zeit später das Nachher-Video. Das wird sich leider wegen Corona auch etwas verschieben, weil wir natürlich in der Werkstatt nicht so voll arbeiten können durch Corona. Wir haben unsere Jungs, arbeiten in getrennten Teams. Das ist im Moment alles etwas schwierig, aber es gibt auch ein Nachher-Video. Der Ford F-150 an sich ist, soweit ich weiß, das meistgebaute Auto der Welt, weil es den F-150 in seiner Baureihe schon seit unendlichen Jahren gibt. Seit, ich weiß nicht, 30er, 40er, 50er Jahre so in dem Dreh. Ist aber auch einfach ein super gutes Auto. Gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Es gibt ihn mit großer Doppelkabine. Das ist jetzt die Supercrew-Variante, in der wir hier auch sitzen. Wie gesagt, ist bei dem Shelby Truck im Moment die einzig kaufbare Version davon. Ladefläche hinten. Wir haben auch so eine Abdeckung, so eine Hartschalenabdeckung oben drauf. Der F-150 an sich ist halt eine super gute Basis für so ein Auto. 5 Liter V8 Motor, 400 PS. Was soll damit passieren? Der fährt und fährt und fährt. Und deswegen hat Shelby gesagt, wir drücken da mal ordentlich Leistung rein in so einen Motor und machen den mal schön groß. Vom Innenraum an sich haben wir hier die
normale Variante, Volllederausstattung. Das Cockpit ist absolut unverändert. Das Cockpit ist genauso wie beim Serien 1150. Dann gibt es einige Sattlerei- oder Stickarbeiten. Man sieht das hier, glaube ich, schon. Da ist ein Shelby-Logo in der Kopfstütze, Beifahrer natürlich auch. Dann ist es aber so, im Armaturenbrett, da ist so ein Label eingeklebt, wo immer eine Nummer draufsteht, an der man erkennen kann, dass es auch ein Original-Shelby-Umbau ist und nicht ein selbstgebauter Umbau oder selbstgemachter Umbau nachträglich. Das ist immer ganz wichtig, weil das das Zeichen ist, dass man da sehen kann, dass es halt ein originaler Shelby ist. Das Einzige, was ich jetzt hier finde, wenn ich jetzt davon ausgehe, wir verkaufen viele Mustangs und haben auch viele V8 Mustangs im Kundenstamm und auch viele mit lauten Auspuffanlagen. Wenn ich hier einen Ford F-150 fahre oder ich starte einen Ford F-150, der serienmäßig schon 5 Liter V8 hat und der jetzt noch auf 755 PS hochgepusht wurde, dann starte ich den doch und denke mir, boah, der Sound ficht mich vom Hof. Wir haben den vorhin gestartet, das Auto stand einige Tage jetzt in einer Halle und war natürlich kalt, stand rückwärts vor einer Wand, dann dröhnt das Ganze natürlich noch mehr bei so einer Soundaufnahme. Und dann haben wir das Auto gestartet und der Serienauspuff ist extremst leise. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist, wir mussten, um den Shelby Truck hier aus dieser Halle rausfahren zu können, einen Mustang V6 zur Seite fahren. Und ich muss ehrlich gestehen, der Mustang V6 klang in dem Moment besser als dieser 755 PS Shelby Offroad Truck. Aber ich denke, dass wir da bei unserem Umbau auch an der Auspuffanlage noch etwas verändern werden. Dazu später mehr. Den Rest zeige ich euch jetzt von außen. Was auch geil ist, dass wir jetzt eine Runde fahren hier und ich fahre wirklich langsam. Ich bin gerade ein Stück Landstraße gefahren, da bin ich vielleicht 70 gefahren und ansonsten cruisen wir ein bisschen durch die Straßen mit 50, 55, wie das so üblich ist. Der Spritverbrauch ist leider ziemlich brutal. Ich habe jetzt gerade mal die Verbrauchsanzeige angemacht. Wir stehen aktuell bei 22,3 Litern. Und die Restreichweite geht, während ich an der Ampel stehe und einfach nichts mache, sondern nur an einer roten Ampel stehe, immer weiter runter. Also ich habe schon in den letzten drei Ampelphasen, ich glaube, 4 Kilometer Reichweite verloren, nur weil ich an der roten Ampel gestanden habe. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, wer sich so ein Auto kauft mit 750 PS, dem ist das dann auch eigentlich relativ egal, ob das Auto jetzt 17, 18 oder 25 Liter verbraucht. Weil das auch sicherlich kein Erstfahrzeug ist und wenn mir ein Liter Milch zu Hause fehlt, fahre ich vielleicht auch nicht unbedingt mit diesem Auto zu Edeka, sondern habe vielleicht noch ein anderes Auto in der Garage. Deswegen, ich behalte den Verbrauch mal im Auge. Ich glaube aber, dass er nicht wirklich weiter runtergehen wird. Was auffällt, wenn man mit diesem Auto fährt, sind die Blicke der Leute. Die Leute gucken größtenteils alle hin. Viele wissen gar nicht, was es für ein Auto ist, weil man natürlich auch einen Truck mal kennt und hat mal ein Pickup gesehen. Da dieses Auto aber ab Werk schon so viel höher ist als ein normales Auto und einfach brutal auffällig ist. Das Auto ist grau, natürlich extrem hoch, hat eine riesig bullige Front. Die Front ist wahnsinnig hochgezogen und großgezogen mit Lufteinlässen und allem Pipapo. Also die Leute gucken alle. Ich weiß nicht, ob ihr das in dem Video in den Randbereichen teilweise so sehen könnt. Das ist wirklich erstaunlich, aber viele zeigen auch einen Daumen oder dieses typische männliche. Sieht man auch manchmal. Das macht immer Spaß. So, die Frage. Die Frage, was wir alles umbauen an diesem Auto, bleibt natürlich auch nicht ungeklärt. Natürlich kann ich es euch jetzt nur erzählen und beim nächsten Mal zeigen. Aber das Auto kriegt ein komplettes Raptor Wide Body Kit. Das heißt, das Auto, so wie es jetzt ist, wird breiter. Nochmal, ich zeige euch im nächsten Video Aufnahmen, wo man den Unterschied genau erkennen kann. Es werden Bügel installiert, es werden elektrische Trittbretter montiert, es wird Stoßstange vorne, hinten wird komplett umgeändert. Mit Seilwinde, mit Licht, mit allen möglichen Spielereien. Es gibt eine elektrische Laderaumabdeckung mit Fernbedienung. Es gibt, was ich persönlich sehr geil finde, was wir auch das erste Mal verbauen, da bin ich gespannt drauf, einen
so, ich nenne es mal doppelten Boden im Endeffekt auf der Ladefläche, dass wir eine normale Ladefläche haben und darunter ungefähr 10, 15 cm hohe Fächer oder Schienensysteme, wo Ablagefächer drin sind. Das finde ich ziemlich geil. Ja, dann Arbeitsscheinwerfer rundherum. Der komplette Innenraum wird auf Kundenwunsch nochmal überarbeitet mit Lederarbeiten und allen möglichen Änderungen. Es gibt andere Felgen, die Felgen habe ich sogar schon, die liegen hinten auf der Ladefläche, die zeige ich euch gleich mal schnell. Mit größeren Offroad-Reifen noch und ja, was kommt denn noch? Muss ich erstmal überlegen. Die Front des Shelby Offroad Trucks ist natürlich im Gegensatz zur Basis extrem umgebaut. Man sieht das hier an dieser Performance-Motorhaube, die draufgekommen ist, mit den Lufteinlässen hier, dem Shelby-Schriftzug, der oben drüber geht, und an beiden Seiten haben wir das Supercharged noch stehen, hier links und rechts. Außerdem haben wir diesen riesigen Kühlergrill, der natürlich extrem bullig und extrem groß ist, der bei den im Moment originalen Scheinwerfern ganz anders zur Geltung kommt. Dann haben wir unten noch den Einlass mit dem Gitter, wo natürlich genug Luft ist für alle Sensoren, dass wir alle Sensoren auch vernünftig ansteuern können. Mit dem Gitter unten, was auch nochmal einfach extrem bullig und extrem brutal wirkt. Dazu kommt die Höhe des Autos, was einfach ein riesiges, bulliges Paket ist. Wenn man sich den im Rückspiegel vorstellt, da kriegt man echt Schiss. Das Herzstück ist natürlich der 755 PS starke Motor. Das ist eine Ansage für sich, das Ding. Ich weiß nicht, ob man erahnen kann, wie hoch dieses Auto ist, weil das Stativ, mit dem ich filme, ist komplett ausgefahren auf der maximalsten Höhe. Ich bin ungefähr 1,80 groß, damit ihr mal seht, wie hoch dieses Auto ab Serie schon ist. Hier sehen wir jetzt das Herz des Shelby Offroad Truck, und zwar den 5 Liter Supercharged Motor mit 8 Zylindern und 755 PS. Das Aggregat ist einfach extrem kraftvoll. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Wir haben natürlich einmal einen großen Luftfilter hier oben mit einem riesen Ansaugtrakt, und wir haben eine extra Pumpe, die nur dafür da ist, um den Kühler permanent zu kühlen, schon wenn die Zündung angeht. Und zwar, ich guck mal, ob ich euch den Winkel gleich noch zeigen kann, wenn ich etwas weiter reinfilme. Aber jetzt ist natürlich alles blitzeblank. Wenn man das erste Mal damit ordentlich durchs Gelände gefahren ist, sieht sicherlich ganz anders aus. Ein weiterer Unterschied zum Serien F150 ist, dass hier schon eine Kotflügelvorbereitung angebracht wurde, rundrum. Und zwar einmal hier links, rechts und hinten natürlich, ist klar. Was wir jetzt aus unserer Sicht dazu anmerken müssen, dass leider die Verarbeitung dieser Kotflügelvorbereiterung nicht ganz so dem deutschen Standard entspricht. Aber gut. Ansonsten haben wir hier die großen Reifen. Das sind 35 x 12,5er Reifen auf einer 18 Zoll Felge. Die kommt aber runter, die zeige ich euch gleich, die neuen Felgen. Und wir haben ehrlich gesagt gedacht, das Auto, weil man sieht hier das Rot, wir haben gedacht, das Auto hat eine richtig fette Powerbremse drauf. Weil großer Motor, viel Leistung, muss natürlich auch dementsprechend eine passende Bremse dran. Da haben wir uns leider schön geschnitten. Hat das Auto nämlich nicht. Es sind nämlich einfach nur diese, die nennen sich Brake Caliper, einfach nur Blenden über dem normalen Bremssattel drüber, die etwas größer sind als der reguläre Bremssattel. Fanden wir etwas unpassend zu einem so stark motorisierten Auto. Ansonsten, wir haben für die 360-Grad-Kamera die Sensoren, die rundherum sich befinden, Blinker in den Spiegeln. Die Partie des Autos ist im Endeffekt die Basisversion vom normalen F150. Wir haben jetzt hier die Einstiegsleisten, die Trittbretter, die werden auch noch ersetzt durch elektrische Trittbretter. Das seht ihr in dem Nachher-Video. Von hinten haben wir einmal die komplette Abdeckung der Ladefläche, die auch serienmäßig ist beim Shelby. Können wir natürlich hier, wir haben hier ein Schloss, da können wir das Ganze separat abschließen. Können die in einem hochdrücken, ist natürlich schön mit Dämpfern innen drin. Und die Klappe, die hat diese Fallsperre. Das bedeutet, die knallt nicht einfach runter, wenn man sie aufmacht, sondern die fällt langsam und kontrolliert. Wie ihr seht, hier ist jetzt alles schon voll mit Teilen. Das sind nämlich einige der Teile, die an diesem Auto verbaut werden. Unter anderem
die Felgen, die ich euch versprochen habe. Trick 17 zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einen Knopf, weil das Auto ja eh sehr hoch ist. Und nutzen einfach die Treppe, die hier integriert ist, um hinten drauf zu steigen. Ist nämlich auch nummeriert, 1 und 2. Und dann können wir das Ganze einfach wieder reinschieben. Felgen sind US-Felgen, aber mit deutschem TÜV. Das war unser Vorher-Video zum Ford F-150 Shelby Offroad Truck. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch vorab schon mal ein Bild machen, wie das Auto serienmäßig aussieht. Und seid jetzt gespannt, wie es während und nach unserem Umbau aussieht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.